Hallo, Neues aus dem Hause Red Hat. Krawallbüchse bei uns in der Werkstatt. Also wir haben hier einen alten Olds aus dem Jahr 61 mit 394er Maschine. Ja, wir haben den Wagen hier zur Einstellung, Justage. Bei der Tour haben wir dann auch die Aufgabe, einige Ungereimtheiten auf der Reihe zu bringen. Zum einen war der Krümmer auf der Seite stark undicht. Der Krümmer wird also jetzt, ist ausgebaut, man kann es hier sehen an der Seite. Der wird also jetzt geplant gerade. Zwischen Krümmer und Hosenrohr befindet sich eine Stauklappe, die für die Vergaservorwärmung dient. Da hier die Aufhängung immer oder oftmals schadhaft ist, werden wir diese Drossel jetzt stilllegen, weil das Auto sowieso nur im Sommer bewegt wird. Und der Kunde dort auch weiß, wie man das Auto warm fährt, bevor man den unter Last bringt. Ja, das Teil, was dazwischen war, das ist also mehrfach gerissen. Und als wir das auseinandergebaut haben, auch vollkommen zerbrochen, weil es falsch montiert war. Wir haben das Gussteil jetzt entsprechend mit Gussnickel-Elektroden geschweißt. Das wird heute dann entsprechend auch gefräst, wieder auf Maß gebracht und dann eingebaut. Hier werden wir Cockpit-Armaturen in Ordnung bringen. Wie gesagt, Auspuffanlage, die Maschine wird neu eingestellt und mit entsprechenden Verschleißteilen neu versehen. Zum anderen haben wir auch das Problem, dass die Kraftstoffanlage immer komplett leer läuft. Wahrscheinlich haben wir also einen Fehler in der Benzinpumpe drin oder eine Undichtigkeit in dem Versorgungssystem Kraftstoff. Und so arbeiten wir uns hier bei diesem Motor entsprechend durch. Klangverhalten ist natürlich barbarisch, hört sich auch gut an, aber jeder, der im V8-Metier unterwegs ist, der weiß das eigentlich, dass hier eine Menge Spaß- und Fun-Faktor dabei ist. Wir werden den Burschen also dann mal wieder richten und auf die Reihe bringen und so wie er dann entsprechend fertig ist, werden wir berichten und dann auch mal eine kleine Hörprobe für die Ohren abgeben. Ja, das war's aus dem Hause Red Hat. Wir wünschen einen schönen Tag. Ciao!